Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir uns das Feuerleitmodul vom abgestürzten Raumschiff geschnappt und nun heißt es, entscheide dich für eine Seite. Viel Spaß. So, ich weiß noch nicht, ob wir... Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon losgeflogen sind. Ich finde, das sieht einfach so geil aus. Ach Mensch, wenn wir doch nur so weit wären. Ich würde meinen PC schnappen, mir ein Raumschiff kaufen und dann einfach durch die Gegend fliegen mit meinem PC. Naja. So, Monarch, wir wollen nach Stellar Bay. Haben wir uns jetzt bewegt? Nicht wirklich. So, sollte ich jetzt ich schlafe noch nicht. Wir sind müde und hungrig, aber das passt schon. Ist okay. Damit kann ich leben. Außer damit. Stell dir vor, ihr habt ein Leben, wo ihr immer das Gefühl habt, zu niesen. Dieses Kitzeln in der Nase. Ich würde von der Brücke springen, ganz ehrlich. Ah, da bist du ja. So, ich werde das Ganze an meinem Lieblingstyp mir geben. Boah, ich bin nur am Niesen, ey. Also, ich weiß nicht, ich finde die beiden einfach sympathisch. Muss ich einfach sagen. Boah, ja, auf der Toilette finde ich sie garantiert. Das hätte ich hier auf der Toilette. Was war das? Okay, Achso, ich wurde reingelegt. Vom Questmarker. So, ich mag euch. If the Iconoclasts reach that ship first, there won't be any chance for a peaceful monarch. I don't suppose you've found the targeting module yet. I've sent patrols, but they're running into trouble with the Iconoclasts. Oh, okay. Das wird einen Krieg verursachen, glaube ich. Könntest du nicht einen Waffenstillstand mit den Iconoklasten aushandeln? They're all mad. And what's more, they left us. I don't see any way for us to work together. Ich habe deine Evaluationen gelesen, Sanya. Du schaffst das nicht alleine. Oh, not this again. Doch. Remember what we practiced, sir? Yes. The words in those reviews were very hurtful, but they do not define me. I am a mantipillar, and my will is my cocoon. I can emerge and become whatever I wish. Zieh mal den Kopf aus dem Sand, Sanya. Du hast eine Gelegenheit. Lass sie nicht wegen deines Stolzes vorüberziehen. Normally, I'd find this kind of talk from you quite invigorating. But this is a difficult moment for me. Still, perhaps you have a point. Supposing you're right, who exactly would you have me work with? The Iconoclasts are not the most compromising sorts. Was ist mit Graham, Stellvertreterin Zora? That's an interesting suggestion. I confess I don't know much about her except that she worked for Rizzo. I'd be willing to consider it, but I need to see her review first. Ist das dein Ernst? One can't be haphazard about these things. Besides, if you think her skills will complement mine, then we should see what those skills are. Kann ich sie nicht einfach rumbringen? Excellent. Her review would be in the Rizzo offices in Cascadia. Bring it to me, and I'll see if she's qualified. Okay, wollen wir das machen? Es wäre ein ziemlich neutraler Weg, ne? Ich wüsste ja auch nicht, was davon alles böse ist. Das hätte ich. Eigentlich sollte ich es für mich behalten. Aber Frieden ist doch was Gutes. Ich will keinen Frieden. Any luck bringing the Iconoclast to the bargaining table? Was soll die Drehung? Ja, hier. Excellent. At last we have what we need. I wouldn't get excited just yet, sir. It looks like the Iconoclasts followed you.
I have word they're gathering in the ruins outside of town. Oh, wenn sie Krieg wollen, können sie ihn haben. Ooh, I just got goosebumps. You really know how to sell that, don't you? Maybe you could, teach me how you do that. Sir, I doubt this is the time. Right. I'll lock the south gate to keep them out. You'll have to approach from the north. Good luck. Okay. Besiege die Ikonoklasten. Alles klar. Das Tor ist doch verriegelt, oder nicht? Oder gibt's hier mehrere? Soll aus dem Norden kommen. Hier war ja ein Schleichweg, ne? Okay. Ich glaube, der war im Norden. Also er sagt ja, ich soll Richtung Norden gehen, also. Tippe ich mal drauf. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wo der war. Piovsilili. Okay. Vielleicht funktioniert das Tor ja doch. Vielleicht macht er hinter mir zu. Wer weiß. Oder vielleicht meint er das andere Tor. Weil es mehrere gibt. Ah, das Tor macht er zu. Und ich soll aus dem Norden kommen. Ich verstehe. In die Schlacht. Gut, das würde wahrscheinlich eine recht einfache Schlacht. Weil ich ein Sniper bin. Es muss echt... Also ich muss sagen, ein Sniper im Krieg ist eines der unfairsten Dinge überhaupt, weil der chillt einfach irgendwo, wo man ihn nicht sieht und knallt ganz, ganz viele weg. Klar wird er irgendwann erwischt, aber was ist das dann? Einer für 100? Einer für 50? Ich bin genau hinter euch. Die werden doch schon an den Mütern sterben. Ja, wir haben uns jetzt Feinde gemacht, Leute. Lol. Ich hab's. Hä? Da schießt ja jemand. Hallo. Oh. Ich glaube, das war einer von meinen Leuten, die ich angeschossen habe. Hi. Hi. Ich höre nur überall stöhnen. Der checkt gar nichts mehr. Guckt ihn euch an. Oh, hallo. Tolle Deckung, die du hast. Gefällt mir. Wenn die ganzen Leute hier nicht immer reinrennen würden, dann wäre das richtig easy. Guckt es euch an. Okay, das war verwirrend. Alter, Leute! Lasst mir was übrig. So, wir müssen die Anführer natürlich auch ausschalten. Weil er ein bisschen olle ist, weil wir haben uns ja irgendwo ein paar Freundschaften aufgebaut. Wobei. Naja. Oh nein, ich bin überladen. Ah, oh, Gottes Willen. Hallo, was bist du? Tischfähigkeiten, plündere Überlebensrüstung, ja gut. Ach, guck mal, da habe ich noch was Tolles. Okay, jetzt nicht so toll. Da ist noch was. Fernkampfstreuung. Na gut, diese komischen Semi-Legendären behalten wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Vielleicht sind die besonders gut oder so. Oder halblegendär, falls es sowas gibt. So, das dürfte erstmal reichen. Ich will jetzt hier Action haben. Siehst du, dann stehe ich hier. Und mache einfach gar nichts. Dann machen die anderen. Ich glaube, ich bin jetzt allein, oder? Nice. Jetzt wird's einfacher. Es ist unglaublich. Es wird einfacher, wenn weniger Leute mir im Weg stehen. So. Erstmal reparieren. Zack. Aber ich repariere alle auf einmal. Ah. Okay. Hä? Hä? Ich glaube, ich habe was gehört.
Weißt du, steht ja auf dem Dach. Ich stehe genau vor ihr. Ich glaube, ich habe etwas gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Toller Auskundschafter bist du. Schade, dass man immer so schlecht sieht. Achso, da ist ja tatsächlich noch einer. Hast du ein fettes Schild? Ich schieße dir einfach auf die Beine. Was ist denn los? Da läuft er einfach weg. Er lässt mich im Stich. Achso, das ist ein Sniper. Lol. Hier. Das macht denen gar nichts aus, weißt du? Ich bin da halb am krepieren, wenn ich sowas abbekomme. Und denen macht das nichts aus. Ihr Kodoklasten sind jetzt aufgebracht. Ich habe mir Feinde geschaffen zum ersten Mal. Oh, ich kann nicht durchs Fenster schießen. Na gut. Dann müssen wir durch die Tür. Welcome to the Iconoclast, asshole! He's there. Oh, right. Yeah, that's how we fucking do it. Großartig. Der steckt fest. Du bist tot. Keine Ahnung, was du da machst. Komm doch mal raus. Los. Na, Dude. Ich weiß, du bist nicht der große Kämpfer. Oh, der hat einen Hut auf. Oh, das wäre genau was für Zombie. Oh Gott, ich bin am Sterben. Oh, oh. Ich hab's nicht bemerkt. Das war's? Wow. Rahim, du bist echt eine Lusche. So. Vielleicht hätte ich doch schlafen gehen sollen. Hätte ich ein bisschen mehr Schaden gemacht. So, was haben wir denn da so Schönes bekommen für einen Zylinder? Der war aber gerade lila, oder nicht? Ich schwöre, der war lila. Oder sah das nur in der Ecke so aus? Das sah nur so aus wahrscheinlich, ne? Na gut. Ja, und jetzt laufe ich wieder zurück. Es wäre auf jeden Fall lustig gewesen, wenn Graham mich umgebracht hätte. So, ich möchte mal ganz kurz hier ran. Wir hatten ja noch ein bisschen was vor, ne? Zerlegen. Geht viel schneller, glaube ich, wenn ich... Aha, ja. Den legendären am besten nicht zerlegen. Jetzt muss ich das Spiel laden. So. Oh, guck mal, was kann die Mütze eigentlich? Führungsfertigkeiten überzeugen. Okay. Alle Semi-Legendären hier, die behalten wir. Und die Mütze hier natürlich auch, die ist ja auch was Besonderes. So, repariert werden muss nichts. Getüftelt werden kann, glaube ich, auch hier großartig nichts. Ich kann die Wissenschaftswaffe verbessern. Muss aber nicht. 3000. Ah, mein Scharfschützengewehr ist aber auch ganz gut eigentlich. Scheiß drauf. Ich kann sowieso mit meinem Geld nichts anderes machen, als es zu verbessern, weil ich geizig bin. You're back. And in one piece. Does this mean you, I mean we, won? We did indeed, sir. I can't believe it. Not that I'm really surprised, but, well, maybe a little. You did it. I mean, we did it. Okay, ich hoffe, du nutzt diese Gelegenheit, um das meiste aus Monarch zu machen. Oh, I certainly will. Between our reinstatement on the board and the gain of this ship, we'll usher in a new age of prosperity for the people of Monarch. And perhaps in time, I can use my position on the board to turn things around for the rest of Halcyon.
Ja, klar. Sag mal Bescheid, wie es läuft. I shall. Perhaps I'll write you a brief. Anyhow, thank you. And good luck to you. Wie wär's mit Geld? Naja. Okay, jetzt die Mods noch nicht gemacht, ne? Die Mods wollten wir noch anbauen. Reparieren, modifizieren, so. Und zwar hatten wir doch... Das war das Magazin, ne? Da. Mag 2 Strahl. Ändert den Waffentyp auf Endstrahl. Was zur Hölle ist Endstrahl? Ich muss mal googeln. So. Endstrahl Outer Worlds. So. Immer diese scheiß Cookies, ey. Endstrahl ignoriert Rüstung. Schwach gegen Roboter. Ignoriert Rüstung. Schock ist stark gegen Roboter. Korrosion stark gegen alle Rüstungstypen. Roboter und Mantisaurier. Plasma stark gegen menschliche Gegner. Schwach gegen Mantisaurier. Kinetisch schwach gegen Rüstung. Ey, mach ich Endstrahl drauf, Alter. Was ist denn los? Wieso geht da alles runter? Tut es doch nicht. Ach, ich werde es einfach mal aufmachen. Okay. Dann haben wir unsere Schrotflinte. Ach, die ist ja... geht ja nicht. Ach, guck mal, die ist jetzt richtig crazy drauf. Oh. Sublight Scharfschützengewehr. MSI Saltuna. Oh, den habe ich gerade bekommen. Habe ich den jetzt zu legendär gemacht? Ich glaube schon. Schade, ich hätte es gerne an die Shotty rangemacht. Das mit der Schussfrequenz. Naja. So, Tagebuch. Radiofreies Monarch. Dafür geht's jetzt Richtung. Sprich mit Fines. Okay, dafür müssen wir zu unserem Schiff zurück. Ich möchte einmal ganz kurz einen Schuss ablassen. Es kann sein, dass ich es irgendwann entferne, weil ich weiß nicht. Es wirkt irgendwie so komisch. Ah! Sorry, ich teste meine Waffe. Ich hätte dir vielleicht Bescheid sagen sollen. Okay. Ab zum Schiff. Dann zu Fides. Dann geht's weiter wahrscheinlich auf die nächste öde Insel. Und dann, ja. Gehen wir schlafen. Your return time is within 4. Wahrscheinlich geht's dann nach Tartarus. Oder Olympus. Oder Typhus. Typhon. Typhus ist was anderes. Hephaistos haben wir auch noch, Alter. So viele Orte noch. Ist doch ein längeres Spiel, als ich dachte. Weil ich bin jetzt irgendwie bei Folge 4 und hab schon. Folge 4. Bin jetzt bei Folge 40 und hab ein Jahr dafür gebraucht. Ja, deswegen nehme ich jetzt ganz, ganz viel auf, um irgendwie wieder in geregelten Kreislauf zu kommen. You, I'd clap you on the shoulder if I went behind a wall of bulletproof glass. I don't know how you did it, but Hiram Blythe just sent me everything I needed. According to Hiram's message, Minister Clark has ordered a suspicious amount of dimethyl sulfoxide. It's almost as if he's hoarding the colony's remaining supply. Typical elitist, hoarding supplies during a time of scarcity. Once I have those chemicals, we can revive the Hope's colonists and put some decent people in charge. So, good news. You're going to Byzantium and stealing those chemicals. Exciting. Byzantium, ja. Bei dir hört sich das alles so einfach an. Oh, I understand it must seem impossible to you. Infiltrate Byzantium, the crown jewel of the colony. Steal a batch of rare chemicals from a heavily guarded estate. In order to do the impossible, you must first divide it into a series of smaller, less impossible tasks.
Also, wie ist der Plan? Ah, yes, the details. I'm not about to ask you to rampage through Byzantium trading bullets with the board's agents. We'll have to resort to subterfuge. Carmen Imagawa, she's my contact in Byzantium. Meet her at the docks. She'll have all the necessary intelligence you require. I'm giving you my old nav key to Byzantium. You'll need it to land in the Golden City. Remember, you're looking for dimethyl sulfoxide. Big green bubbling vessel with a warning label. I'll take as much as you can find. Wie? Gibt es etwas, was ich über diese Carmen Imagawa wissen sollte? You can trust her if that's what you're asking. Imagawa is the finest special agent in Byzantium that money can buy. My money, anyway. Na gut. Armored glass. Not bad, eh? Da freut er sich. Ja, was macht man, wenn man einen Charakter am Anfang trifft, der entscheidend für das ganze Spiel ist? Man packt ihn hinter Panzerglas. Ich meine, ansonsten, als Speedrunner gehst du halt hin und erschießt ihn. Das ist ja auch nicht irgendwo der Sinn und Zweck des Ganzen. Na gut. So, wieso habe ich kein Level Up? Ich bin ganz kurz davor, geil. Das heißt, wir gucken mal auf unseren Charakter. Und auf die Fähigkeiten. Und zwar, wir müssen die Technik oben halten. Paranoid minus 7. Oh, jetzt ist Paranoid, würde ich gerne wegmachen. Das ärgert mich jetzt, dass ich das da angenommen habe. Ich wusste nicht, dass das permanent da ist. Ich dachte, es ist halt nur da, wenn... Ja, wenn ich am Schleichen bin. Aber gut. Byzantium, Leute. Da, wo alle Stränge derzeit zusammenführen, wir haben da einige Quests auf Lager. Captain, I hope... Terra? Byzantium ist auf Terra 2? We are now in orbit above Byzantium, Captain. So, Harlow was rottener than we called Borst. Big surprise. Ja, nun geht es auf Richtung Byzantium, nachdem wir uns für eine Seite entschieden haben. Und ich muss sagen, es ist wirklich schwer, die richtige Seite zu wählen, wenn man die böse Seite wählen will. Weil was ist jetzt böse, was ist gut? Ja, ich dachte immer, es ist schwer zu entscheiden, was gut ist, aber es ist wirklich schwer zu entscheiden, was böse ist. Ja, ich meine, klar, ich könnte jetzt auch alle Gruppierungen einfach töten und mich dann die Keks freuen, aber dann hätte ich ja nichts davon. Ich will ja das Maximum an Profit für ein Minimum an Leistung. Ja, Shiva, danke, dass du mir mitten in die Aufnahme platzt. Ich hoffe, das hört man nicht. Mal gucken. Ja, wir sehen uns morgen in einer neuen Folge. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ciao.